Servusle, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Enshrouded mit Voucher und mit unserem Ualderle. Schön, dass ihr da seid. Erinnert ihr euch, ich hatte mal kurz die Idee, dass ich mit der Spitzhacke losziehe und von jedem Material einfach eine Spitzhacke voll hole. Ich habe das nochmal verworfen. Es macht ja mehr Sinn, wenn ich priorisiere, was brauche ich, und dann gehe ich der Reihe nach durch. Lasst uns mal ganz kurz, bevor wir heute aufbrechen, die Tools nach unten bringen, die schon mal runter müssen. Da wäre einmal die Geschichte. Ich habe schon Lämpchen gebaut. Da wäre einmal die Geschichte. Dann nehmen wir die Tischsäge schon, die Werkzeuge mit von der Jungs. Dann nehmen wir die Werkbank heute schon mal mit runter. Schmelzen und Öfen und so, das machen wir dann. Das brauchen wir heute nicht. Ich will mal anfangen, so unten ein bisschen die Dinge einzuräumen. Und aller Wahrscheinlichkeit nach wird er auch nach unten kommen. Gehen wir mal kurz runter. Ich muss euch gleich zeigen, ich habe mir mal Gedanken gemacht, deswegen will ich heute auch los. Wir werden ein bisschen erkunden und zwischendrin nehme ich mir eine Blende und hole 400 Kalkstein, die ich für oben brauche. Ich habe jetzt eine Idee, wie diese Galerie oben vom Lager aussehen soll. Ich glaube, das wird richtig, richtig hübsch. Ich zeige es euch gleich. Aber erstmal eins nach dem anderen. Zack. So. Jungs, Oswald, mein Freund, du brauchst ja dein Schmiedewerkzeug noch. Jetzt ist die Frage. Wo setze ich dir das hin? Es muss ja nicht alles in das Eck. Ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass ich das Schmiedewerkzeug vom Oswald mal hier hin mache. Wie würde das aussehen, wenn ich es einrast? Nicht so gut. Ich setze es einfach mal hier hin. Und ich würde das Schreinerwerkzeug eventuell dann einfach hier dazu setzen. Ja, bist denn etwa mittig und minimalen Abstand, aber das kann ich ja dann nachträglich noch hübsch machen. Da kommen ja eh noch Lampen hin und so weiter. Dann wäre aber dem Schreiner seine Ecke die hier, ne? Dann wäre das dem Schreiner seine Ecke. Warte mal, ich muss mal ganz kurz was gucken. Ich habe das schon, soweit ich konnte, mittig gemacht. Ah ja, jetzt seht ihr, ich habe hier mal so eine Kiste integriert, dass es einfach so ein bisschen Struktur noch bekommt. Ich würde fast behaupten, die Säge kommt dann so hier hin. Und dann brauche ich diese Lampen. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich das genauso mache. Auf der Höhe sind sie eins eingeruckt, ne? Ey, wie das dann der Hammer ist, halt gleich, wenn das hier so ein bisschen, ne? Da freue ich mich jetzt schon. Das wäre dann die Kollegschaft. Dann hätten wir da drüben wahrscheinlich der Mage. Zack, eins eingeruckt. Eins eingeruckt. Erstmal mal einen Anfang haben, weißt du? Sonst wird es ja ewig dauern. Ich mache da aber so. Siehst du, hier zum Beispiel müsste ich die Lampen fast anders anbringen. Oder aber wir gehen her und bauen die so auf. Ich meine, das wird egal sein. Wie viel haben wir denn? Drei rechts, drei links. Dann ist das hier ungefähr die Mitte. Ich muss es vom Augenmaß her. Ah, da ist noch ein Dings, ein Holzbalken. Ist das ungefähr die Mitte? Links haben wir vier, rechts haben wir vier. Ja, so könnte ich es natürlich auch machen. Ich muss es nur anders strukturieren. Aber guck mal, diese Themennischen, absolut göttlich. Und dann haben wir später hier noch eine, ne? Da werde ich dann wahrscheinlich einfach nur die Werkbank hinmachen, weil die brauchen wir ja zwischendrin trotzdem. Habe ich noch zwei Lampen? Ja, ich habe genau die Anzahl Lampen gebaut, die ich brauche. Machen wir mal das kurz so. Ihr müsst euch das oben angucken. Ich glaube, das wird richtig, richtig gut. So, hier eins eingerückt. Hier eins eingerückt und unser erstes Tool war das, die Werkbank. Damit fing alles an. So, dann kommt dann später noch der Zaun rum. Das wird natürlich wieder weggeschraubt. Hier habe ich schon mal die Bänke aufgestellt, aber das bleibt so nicht. Aber dass ich sie einfach mal schon mal hier unten habe. Leute, das gefällt mir richtig gut, gell? Das wird richtig nice. Das wollte ich noch kurz probieren. Lass mich mal kurz. Ich habe doch diese anderen Teile da noch gebaut. Lass mich die mal angucken. Los mit dem Moerschan, gell? Das sind halt Riesendinger. Wenn ich die jetzt hier, wie kann ich die drehen? So und so. Und wenn ich auf R gehe, ja doch, ich kann sie schon ziemlich genau hier so mal hinsetzen. Weißt du, dass genau der Steg am Eck ist hier. So und etwas so. Ja, das wird auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall. Möglicherweise muss ich aber hier einen kleinen Laufweg machen. Also hier praktisch einen kleinen Laufweg, dass der Innenhof vom Turm nochmal eine andere Struktur hat. Vielleicht mache ich es tatsächlich aus Holz. Und dann ergibt es Sinn, weil es muss halt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu sehr ausleuchten. Ne? Die sind schon ziemlich hell. Wenn man die ein bisschen weiter wegstellen würde und hätten da einen Laufrand, würde es, glaube ich, noch geiler aussehen. Ey, aber guck mal, die Themennischen.
Wenn ich jetzt die Dings dabei hätte, aber da muss ich nochmal hoch. Ja, was machen wir dann? Dann kommt der Schreiner rüber ins Eck. So, jetzt pass auf. Jetzt gehen wir mal kurz nach oben. Ich zeige euch kurz, wie die Galerie wird. Ich finde sie persönlich ein Träumchen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden. Also, das Lager muss ja nicht so aufgebaut sein, dass alle Kistenpressen nebeneinander sind. Da wir Magiekisten verbauen, ist es auch okay, wenn es weitläufig ist, weil es ja im Endeffekt dasselbe Ergebnis ist. Aber ich habe mich dafür entschieden, aus Kostengründen und weil es ein bisschen filigraner aussieht, die kleinen Magiekisten zu verbauen. So, und ich habe mich dafür entschieden, dass wir diesen schicken Steinblock hier nehmen. Der hat genug Holz, bringt nochmal ein bisschen dieses Weißliche hier rein. Und dann geht es hier später rüber. Ich weiß auch nicht, ob es der Teppich wird. Die Möbel habe ich nur mal hingestellt, dass wir sie mal sehen. Es gibt ja verschiedenste Möbel. Und das hier wird mehr oder weniger mein Eck. Warte mal. Okay, bei den Möbeln geht es nicht. Ich wollte mich mal ganz kurz so ein bisschen. Ja, das ist auch nicht. Okay. Also im Prinzip verbaue ich dann hier die Kisten rein, wie ihr es jetzt hier seht, ja. Die Magiekisten kommen hier rein. Dann haben wir zwischendrin wieder eins frei. Es wird so sein, dass wir von der Mitte reinkommen. Hier eins frei, da kommen Bücher hin. Dann haben wir solche Lampen. Säulen, ja, es ist jetzt noch presst zusammen, das wird noch ein bisschen weiter auseinandergezogen. Dann haben wir hier so eine Lampensäule zum Beispiel, die wir zwischendrin setzen können. Dann haben wir Kisten, dann wird hier nochmal Zweierkiste, dann kommt eine Lampensäule und dann kommen hier am Eck auch nochmal Kisten. Und dann werden wir die Möbel auf die Seite rüberrucken, ja, wenn dann der Zaun hier einmal rumgezogen ist und die Wand fertig ist. Und dann hast du hier so eine Art Laufgalerie und dann werden wir einfach thematisch sagen, auf der Seite kommt alles. Was war aus der Ecke? Was weiß ich, vielleicht machen wir es einfach biomtechnisch, dass ich sage, hier Anfängerbiom, drüben Ödland, hinten Wüste, am Rest kommt dann dahin oder so, ne? Oder Miasma-Zeug. So, und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Wir hatten ja die Idee, dass der Turm hochwächst in diesen Magierturm. Und ich habe jetzt vor, erstens mal, weil mir dieser Unterbau ganz gut gefällt, ja, dieses Holz unten, dieses Muster, was es wirft. Wir werden hier nochmal einen Rand rumziehen, auf den wir auch hochlaufen können. Und ich überlege mir dann was, wie ich hier oben die Leuchtsteine so verbaue, dass man sie nicht sieht und dass sie aber nach oben in Richtung Magierturm ein blaues Licht abstrahlen. Dass, wenn du später unten stehst und hochguckst, dass wir einen Effekt bekommen von, also von normalem Feuerlicht über die Magieblock. Lichtgeschichte hoch in den Turm. Da muss ich aber mal gucken. Was mir jetzt halt fehlt, sind um die 400 Kalkstein. Bretter habe ich schon vorbereitet. Dann können wir das einmal rumziehen. Dann kann ich die grobe Struktur, also wo kommen jetzt die Leuchtsäulen hin, wo kommen die Kistensäulen hin, dass wir nach und nach mal losgehen, weil sonst wären wir nie fertig. So, und da habe ich dann später vor, auch nochmal zu gucken, ob ich eventuell hier noch ein bisschen Pflanzen reinbringe. Aber das ist kein Muss. Ja, soweit bin ich jetzt schon mal. Für mich ganz klar, das will ich jetzt noch kurz einräumen. Und wir müssen dann halt später noch Haken setzen, dass ich zum Beispiel von hier schnell ins Lager komme mit einem Sprung und so. Das klügeln wir dann aus, wenn wir soweit sind. So, aber jetzt kommt so ein bisschen die Feinheiten. Die sind auch nochmal arschteuer, materialtechnisch. So, die Bretter mache ich in die Säge, wo sie hingehören. Den werden wir mitnehmen zum Verbauen. Ich habe Spitzhacken dabei. Und wir. Sind wir soweit gestärkt? Ja, wir brechen jetzt einfach mal auf. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir nicht jetzt eine halbe Stunde Kalk holen, das mache ich mit einer Blende. Und wir fliegen jetzt gleich nochmal von hier in die Richtung und versuchen, den Altar so nah wie möglich ins neue Gebiet schon mal zu bringen. Und zwischendrin besorge ich dann den Kalkstein. Das war die Idee für heute. Dann sind wir ein bisschen unterwegs und können das Ding dann weiterziehen. Vielleicht als Ziel zum Ende der Folge den Altar so nah wie möglich am nächsten Erbauerturm und oben die Wand. Dass wir die Blöcke machen und die ziehen die Wand kurz rum, weißt du? So, jetzt muss ich noch mal gucken, wie ich das gemacht habe. Ich bin schon mal vorgesprungen, ob das auch möglich sein wird. Hier ist noch markiert. Wir gucken auch drauf. Dann gehen wir mal hin. Bailando! So, und ich zeige euch ja kurz, den habe ich nämlich aus der Entfernung irgendwo gesehen. Repariert habe ich, glaube ich, Bafu. So. Wo habe ich diesen Turm gesehen? Weißt du was? Ich glaube, ich bin da hinten gelandet. Ja, da hinten. Ich gucke jetzt praktisch drauf. Den Turm will ich so nah wie möglich heute ranholen, ne? Dass wir einen schönen Absprung haben in diesem Gebiet. So. Und da ich es nicht hundertprozentig weiß, würde ich jetzt einfach mal davor fliegen. Ist schon der Grassinger, wie viel hier dann auf dieser Map schon erledigen kannst, oder? So nah wie möglich. Also jetzt sollte ich normalerweise aber gleich
ein bisschen die Muse küssen und sagen, komm, ich hole hier schon mal kurz Kalkstein. Dann habe ich das schon mal erledigt und dann können wir gemütlich weiterziehen. Dann gehen wir heim und bauen die Blöcke. So, aber hier waren vorhin irgendwie Feinde. Ich bin mal gespannt, ob die noch da sind. Jo. Der war aber nicht allein. Als ich vorhin hier war, waren sie zu zweit, die Jungs. So, ich glaube nämlich, dass wir hier ins Wüstengebiet gleich rüberhuschen. Aus dem Grund wäre ich jetzt der Meinung, dass ich hier irgendwo Kalk abbaue. Und zwar eine ganze Menge. Das mache ich natürlich mit einer Blende. 400 Stück brauche ich, ne? Getreu dem Motto, was man braucht, braucht man, ist in diesem Moment die Spitzhacke kaputt gegangen. Ich habe meine Kalkstein. Ich habe hier mal den Berg ein bisschen reingehöhlt. So, pass auf, jetzt wird es wahrscheinlich auch gleich wieder dunkel. Damit wir schön bei der Exploration hell haben, würde ich sagen, wir springen einmal kurz nach Hause. Bereiten schon mal die Blöcke vor für später. Dann würde ich nochmal ganz kurz die Nacht durchlaufen lassen, sodass wir dann hier einsteigen. Ich habe oben einen Altar hingebaut, den bauen wir dann aber gleich wieder ab, ne? Ey, das wird gut, das wird gut. Ich bin so froh, wenn das dann da oben durchgezogen ist, weil das wird bestimmt spitze aussehen. Vielleicht mache ich das auf morgen schon fertig. Muss gleich mal gucken. So, was wir jetzt nicht vergessen dürfen, ist, wir brauchen einmal, die Erde kann hier rüber, wir brauchen einmal kurz einen Altar, einen frischen. Soweit klar. Dann kann der Stein rüber, den Kalkstein nehme ich mit nach unten. Die würde ich ganz kurz... Hier habe ich das auch drin, das Zeug. Es ist der Hammer, wie ich die... Ja, das wird Zeit, dass wir das Lager haben. Dann weiß ich, wo meine Sachen sind. Dann werde ich das in Zukunft immer sortieren ordentlich und dann ist gut. So, nee. Ja, okay, warum nicht? Komm, weiter machen wir kurz die Dinger fertig, die Blöcke. So, wir brauchen auf jeden Fall, ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, um die 120 von denen. Die Kalkstein. Dann gehen wir einmal ringsrum zur Werkbank. Schicker Steinblock. Ist ja abgemessen, abgezählt und ausgerechnet. Können wir also durchlaufen lassen. Wir brauchen oben um die 3.500 bis 4.000 von den Blöcken. 4.000. Ja, ich habe ein bisschen mehr gemacht, weil ich ja noch Verzierungen reinnehmen will, weißt du? Gut, im Moment habe ich hier unten natürlich keine Kiste. Ist auch nicht so schlimm. Lassen wir es in der Säge liegen, oder? Ey, das wird schön hier unten. Und dann sind sie trotzdem alle zusammen. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Beziehungsweise, warte mal, ich mache das gleich ordentlich weg. Weißt du, wie ich meine? Dann sind trotzdem die Handwerker hier unten. Das Thema Kochen, das kann ich ja auslagern nach oben zu den Gärten. Und dann ist gut. Dann rennen wir auch nicht in der Gegend rum und suchen, weißt du? So, einmal kurz hier rein. Die Blöcke sind jetzt hier. Ja, das wird schon, das wird schon. Habe ich denn eigentlich die Kisten hin? Ich habe nämlich schon Kisten vorbereitet. Ich glaube, die sind irgendwo drüben gelagert. Wir hatten nämlich einen Bedarf an Kisten für die Magierkisten. Ich weiß bloß nicht, wo ich es hin habe. Ist auch nicht so schlimm. Es findet sich alles hier wieder. So, dann lasse ich jetzt die Nacht einmal durchlaufen. Reparieren habe ich. Und dann können wir weiterziehen. Dann bauen wir den alten Altar ab, den ich gerade gesetzt habe. Und dann geht es Richtung zum Absprungsturm, dass wir den demnächst mal machen. Und weiter geht's. Ich bin happy, jetzt haben wir schon mal die Kalkstein besorgt. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass wir die Materialien ranholen. Flamme tilgen. Yes, baby. Die neue ist bereits gebaut. Nochmal kurz orientieren. Der Turm ist da hinten. Im Moment wissen wir noch nicht genau, wie wir hinkommen. Guck mal, wie der Felsen da drüben grün schimmert. Ich würde sagen, da hinten durch sehe ich doch was. Da springen wir mal hin. Kann jetzt natürlich sein, dass wir neue Feinde treffen, ne? Ist ja dann doch das Wüstenbiom, aber da gibt es bestimmt auch neue Blöcke. Ja, da ist schon der erste. Bin mal gespannt, wie wir die machen. So. Ich nehme mal fast an, dass ich da mit dem Schwert kämpfen muss. Wo ist denn der? Hier. Wir können ja mal gucken, was er zum Bogen sagt. Ich muss mal kurz... Ist er allein? Weiß ja nicht, wie viel Damage der macht, ne? Okay, der scheint größer zu sein, als ich gedacht habe. Gut, wenn er da drin hängt. Jetzt ist er verschwunden. Im Erdreich, ne? Ne, Gegner getötet.
Sag bloß, den kriegst du am besten mit diesem Magie-Ding. Sag mal, das sieht aber auch so aus, als ob das was anderes wäre hier schon wieder, ne? Sandthron. Ich habe Sand gefunden, naja klar. Normaler Steinblock. Unter Werkbank. Sandsteinblock, nicht Steinblock. Ja, müssen wir uns natürlich angucken. Wobei Sandsteinwüste thematisch jetzt bei uns aktuell noch nicht dazu passt, ne? Ich habe übrigens auch eine Idee, wie wir das mit den Gärten unterirdisch noch machen. Da habe ich nochmal eine ganz tolle Idee. Ich bin mal gespannt, ob wir es hinkriegen. Da will ich aber noch nicht vorgreifen, weil ich nicht weiß, wenn ich die Zeit habe, ne? So, wo haben wir den Turm jetzt gesehen? Da hinten drin. Komm, wir laufen mal da durch. Okay, Sandstein haben wir gefunden. Mr. Erbauer. Ich glaube, der Erbauer, der hat einen Hauer. Gut, den Sandstein wirst du dann hier kriegen, wie bei uns Erde, ne? Da, guck mal, da ist wieder so ein Skelett gleich. Oh. Scorpion, Baby. Ich fange jetzt nicht damit an. Problem ist, ich krieg den im Nahkampf nicht, ne? Ich habe jetzt halt keinen Bock auf Magie umzuswitchen. Tut mir leid. Du hast angefangen. Okay. Ja, aber den muss ich im Fernkampf machen, da komme ich nicht drum rum. Schuppen? Schurkenhelm unter Schmied. Oh, Schurke. Vielleicht können wir ja. Wildjägerkapuze. Ist natürlich immer traurig dann, wenn es nicht zu deiner Skillung passt. Aber ey, es gibt Schlimmeres. Wir können ja umskillen. Oh, guck mal, Kakteen. Bist du auch was? Ey, Bilder. Gestern habe ich mir noch überlegt. Safran ist es. Safran ist sauteuer. Gestern hatte ich ja noch überlegt, ne, ob wir auch Wandbilder kriegen. Wieder mehr für unseren Garten unten. Sandwich. Pflanzenfasern, ich spam mal. Kann es sein, dass es hier richtig warm wird gerade? Muss auf mein Leben achten, dass er irgendwann plötzlich kaputt geht, ne? Leute, ich finde den Turm nicht mehr, den wir da gesehen haben, ne? Okay, hier sind jetzt ein Haufen Skorpione. Ich nehme mal den Kolben. Beziehungsweise wir können ja auch mal mit ihmchen hier. Da hat es auch noch Yucca-Palmen. Jetzt sind wir richtig in der Wüste, ne? Treffe ich da überhaupt mal was? So. Ich probiere sie gerade mal mit dem Kolben. Der macht aber nicht so viel Schaden, ne? Aber der Kolben. Oh, betäubt, Chili. Der Kolben ist nicht die erste Wahl. Ist okay. Die sind machbar. Du musst trotzdem aufpassen, halt, dass sie dich nicht dahin raffen. Ey, wo hab ich denn? Also du merkst hier auf jeden Fall, ich nehme an, dass das noch dazu kommt, irgendwann ins Spiel, dass du hier nicht einfach in der Wüste ohne Buffhut oder so rumlaufen kannst, ne? Oder dass er vermehrt Durst bekommt oder sowas. Wüstenblume.
Was ist cooles Biom? So, wir sind gespannt. Jetzt bin ich gespannt, ob da auch nochmal. Jo, ist anderes Holz. Palmenholzbett. Beim Schreiner. Palmenholzblock bei Werkbank. Ich glaube, ich habe das erste Eisen gesehen da hinten. Ich nehme gleich mal ein bisschen mehr mit. Ist halt so gesehen jetzt erstmal die Materialkunde heute, ne? Jo, Leute, da ist entweder Kohle oder Eisen im Boden drin. Lapislazuli ist es. Boah, jetzt kriege ich langsam Bock, um zu skillen, wenn ich sehe, dass die alle. Lampe beim Schreiner. Ja, guck mal, was für eine coole Lampe. Glas? Glas? Ernsthaft? Oh Leute, wenn ich Glas bekomme, dann kommt es natürlich. Gedüngte Farmerde. Ey, wenn Glas. Wo waren das? Wie komme ich hier? Schmelze. Wo ist denn die hier? Sand und Kohle. Kohle habe ich daheim. Sand habe ich gerade ein bisschen mitgenommen. Ich nehme noch mehr mit. Ich muss mir das Glas natürlich angucken. Weil ich hatte ja gerade schon so ein bisschen gespoilert, dass ich unten noch eine tolle Idee habe für uns. Und da könnte eventuell Glas genau das Richtige sein, um es perfekt zu machen. Gut, aber den muss ich mir jetzt halt merken hier. Ich will jetzt mal gucken, wie weit ich weg bin vom Erbauerturm. Das Problemchen ist, ich sehe den nicht mehr, ne? Den, auf den ich jetzt schaue. Alter, der ist weit weg. Das heißt, ich muss erstmal hier rüber. Das mache ich jetzt. Das mache ich jetzt. Oh, Glas! Das war's. Wir brauchen noch mehr Materialien. Wie, das war's? Ja, weil Glas. Joko-Blöcke. Nicht so. Ihr seid noch nicht ganz fertig. Ey, das Ding ist super weit weg. Ich glaube, das hier soll der Weg darstellen, ne? Safran. Boah, guckt ihr das alles mal an. Guckt ihr das alles doch mal an, wie viel es hier noch gibt. Hier müssen wir rüber. Es geht jetzt einfach nur darum, dass wir so nah wie möglich an den Turm kommen, ne? Wir müssen da nicht heute unbedingt zwingend schon hin. Wie komme ich darüber? So nah wie möglich. Beim nächsten Mal noch ein Stück näher ran. Irgendwann haben wir den Turm und dann können wir von da ins Gebiet springen. Geil, geil, geil. Das ist ja mal der Hammer. Bailando. Könnte ein normaler Stein sein. Ja. Ist das der Knüller? Lapilazuli, was bist denn du da vorne für eins? Ist das ein Wuka? Nee, ach Gott, sind die süß. Ich hoffe, die kann man auch später als Farmtiere haben. Und der ist lieb. Hallo? Bist du etwa das erste Reittier, das wir hier kriegen werden? Wobei bei dem Absprungsystem brauchst du keine Reittiere, ne? Okay, hier haben wir eine Festung. Da oben ist nochmal was. Alter, wie gut es aussieht da hinten. Und das sieht man auch nicht oft. Ein Wüstenbiom, das dann umrandet ist von einem Eisbiom. Das sieht halt auch richtig stark aus. Hi, Digga. Bist nicht so begeistert von mir, weiß ich. Entschuldigung. Da werden wir jetzt kurz kämpfen müssen, denke ich mal. Ja, der Turm. Ich bin mal gespannt, wie nah wir da hinkommen. Oder kriegst du vielleicht später am Ende doch ein Flugtier? Ich meine, so wie du dich hier porten kannst, kannst du ja dann wählen. Will ich mich porten oder nehme ich lieber Flugtiere?
Müsste allerdings super, super weit hinten erst kommen, sonst hast du ja zu schnell. Ach, und der Drache, der greift den Guderle hier an. Aber er macht nicht komplett alle. Ich dachte, ich warte mal kurz, dann hätte ich den Guderle nämlich auch noch gelootet. Ich glaube. Also, was haben wir jetzt hier gefunden? Safran, Wüstenblume, Sand und Lapislazuli-Dings, ne? Guck mal, hier hat versucht. Ich glaube, hier hat versucht, das Miasma durchzubrechen. Was mich erschreckt. Oh. Ich weiß nicht, ob es mit dem Bogen gescheiter ist. Problem ist Ausdauer gerade. Die erwischen mich viel zu oft, ne? Den einen habe ich gleich. Brauchen besseren Zauberstab. Aber guck mal, ich bin ja kein Magier und wie effektiv doch der Zauberstab schon ist gegen den wir hier mit Blitz, ne? Irgendwo habe ich hier gerade was gesehen. Irgendwo habe ich hier gerade was gesehen, Leute. Ich glaube. Das hier sieht auch schon wieder so anders aus. Ne? Ich muss halt überall mal draufhauen. Ne, ist auch nur ein normaler Stein. Hier, das habe ich gesehen. Was habe ich denn da gesehen auf dem Boden? Blauer Stoff. Vielleicht kriege ich für blauer Stoff. Die Sintflut befreit uns nun doch. Endlich, die Überreste eines flüchtigen Zeitalters sind beseitigt. Untergegangen in Wellen. Ein weiteres Übel, ein Fehler, weggefegt und versiegelt. Möge das Wasser alles wegspülen, was verdorben war. Hinter uns die Sintflut. Okay, der erste Hinweis auf Wasser, Leute. Steht aber in der Dings drin jetzt, ne? In der. Boah, ist es noch weit. Steht in der. Roadmap. Wasser. So, pass auf. Nee, ich will nicht gleich schon wieder Ärger. Kann das sein, dass dieser Kollege hier so eine absolute Reichweite hat? Nee, ne? Hier kann ich mal einen plündern. Sandgräberfleisch, Schuppen und Dingskirchens. Gegrillter Sandgräber, ist der Wahnsinn. Hier setze ich es hin. Bis hierher gehen wir heute. Oh, wieder ein neues Rezept zum Kochen. So. Flämmchen. Da haben wir den Turm schon mal in der Sicht. Nächsten Ausflug, den wir dann in Richtung Turm machen. So, jetzt gehen wir heim und ziehen die Mauer. Dann haben wir auf jeden Fall heute einiges erreicht. Okay, man kommt trotzdem weg. Man kommt trotzdem weg. Wenn man mal im Port drin ist, ist man drin. Ey, schön viel entdeckt heute. Leck mir Werbel. Ah ja, richtig. Aber ist okay, macht nichts. Sehr, sehr krass. Cool wäre es natürlich, wenn die mitporten würden, ne?
So, Leute. Wenn da nachher hier der Irrgarten ist, weitläufig, wird es schon eine Nümmerle. Hallo, mein Freund, wir müssen natürlich kurz durchgucken. Säurebiss habe ich scheinbar, ewiger Heilstrom, Eisbolzen. Hexenmeister-Set. Erzmagier-Set, Waisen-Set, Magie-Set. Es ist krass, wie viele Rezepte hier schon drin sind. Und du hast ja auch jede Menge Neues, ne? Wildfänger-Set. Dann hier das Schurken-Set. Und Blitzpfeilkapuze. Krass, 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 Leute. Die Blöcke haben wir unten, den Bauhammer. Den habe ich entweder oben oder unten. Ich muss gucken. Hier ist er. Wahnsinn. Ich muss kurz mit der Jungs reden. Es wird schön hier unten. Gefällt mir richtig gut schon. Hi. Du hast ein neues Bett, ne? Palmholzbett. Palmholztisch, Beistelltisch und Schränkchen. Auch schöne Farben. Dann haben wir natürlich diesen Thron und die normalen Stühle. Lichtquelle ist neu dazugekommen. Die hier, ne? Oh, die muss ich mir angucken. Die muss ich mir heute noch angucken. Und die Bilder, Leute, die können wir oben super integrieren. In diesen Galeriebereich, in den neuen Schränke. Es sind halt schon schöne Sachen. Da kriegt die Bäuerin vielleicht ein Themenzimmer. Wo waren das jetzt? Was habe ich jetzt gerade? Lichtquelle war das, gell? Was brauche ich da für Harz? Sandstein habe ich. Mach mir mal eine. Ich muss sie sehen. Unbedingt. Unbedingt. Die sieht ja gut aus. Die sieht ja gut aus. Erstmal nur eine. Und die Blöcke muss ich mitnehmen. Junge, Junge, wie gut. Wo sind sie denn? Ah, die habe ich unten in die Säge geschmissen, gell? Digga, da bau mir mal die Lampe. Ich möchte sie mir gerne angucken. Wie man halt jetzt schon mal scrollen muss hier, ne? Du bist ein guter, bist der beste Handwerker, den ich kenne hier im Spiel. Da. Okay, ist größer, als ich gedacht habe. Spaßeshalber setze ich sie mal hier drüben hin. Boah, ist sie hübsch. Und weißt du was? Hier unten müssen wir gucken, dass viel mit Metall durchblitzt. Hier oben wäre eher der Platz für dieses Dingchen. Oh, ist die groß. Ey, wenn ich die dann zum Beispiel später einfach hier mittig setze, dass wir da nochmal eine Ausleuchtung haben, möglicherweise. Ich muss dann natürlich noch anpassen, aber das kann man ja schon mal. Weil wäre meiner Meinung nach bauermäßig. Weißt du, Halle der Helden. Ich überlege gerade, das Spiel zuckt ein bisschen. Es ist aber genau diese eine Uhrzeit, wo es immer schon ein bisschen zuckt, ne? Sobald es jetzt gleich richtig dunkel wird, jetzt geht's schon wieder. Es gibt diesen einen minimalen Übergang, wo man es kurz merkt. Ey, Wahnsinn, Wahnsinn, was da alles drin. Osse, jetzt zieh mal die Wand halt morgen. Dafür haben wir jetzt die Sachen angeguckt. Und der Osse baut das Schurkenset. Hinterhalt, Gelegenheitsschaden. Ausdauerleben. Einhändiger Nahkampfschaden, Schaden gegen Nahkampfgegner. Ausdauerregeneration, Ausdauer. Gut, der geht hier, der Kopf ist es hauptsächlich. Aber das Set ist ja bestimmt cool, ne? Wahnsinn. Und die Bäuerin hat natürlich auch noch Rezepte, ne? Wahnsinn. Ich bin so begeistert schon wieder. Räum ich die Blöcke hin? Ja, doch, ich habe die bestimmt dahin geräumt, wo es sein soll, ne? Ich guck nochmal kurz hier rein. Vielleicht mache ich es auf morgen einfach fertig, Leute. Sieht jemand die von uns gebauten 4000 Blöcke? Ne, vorhin habe ich ja noch gesagt, 4000. Da sind sie. Danke. So, das wäre dann mein Job. Also das Ding ist zu groß, als dass ich es irgendwo nischig reinsetze. Das wird dann hier schon so bleiben. Werden wir wahrscheinlich hier unten machen. Da haben wir eine schöne, lichterne Ankommhalle. Ja, sieht auch von oben geil aus. Vielleicht nehme ich aber auch. Ich muss mal gucken. So, mein Auftrag ist jetzt einfach mal hier
die Wände rumzuziehen. Das kriege ich vielleicht bis morgen einfach mal gemacht. Und ist das Ding rausgewachsen hier? Ja, das muss ich mir dann nachher angucken. Wie? Ja, ich muss erstmal ins Bett. Man sieht ja nichts. Ja, ich muss ins Bett, sonst habe ich nachher oben das Dach rausgucken. Das wollen wir ja auch nicht. Gut, Leute, schöne Runde. Hat super viel Spaß gemacht. Ich bin immer überlegen, vielleicht können wir morgen tatsächlich noch ein bisschen näher rein in das neue Gebiet, weil. Ach, das war die südliche Karawane. Ja gut, da kann man ja auch noch mal hinspringen, wenn man Böcke hat. Dann kann man die noch fertig untersuchen. Ich müsste halt mal gucken jetzt, dass wir vielleicht doch einen besseren Zauberstab noch mitnehmen. Beziehungsweise den nächsten, den ich finde. Obwohl, der ist gar nicht schlecht. Ey, der macht noch mal Schockmagie-Schaden, wenn ich den noch einmal aufwerten würde. Dann ist der ja noch effektiver gegen die. Warte mal. Osse. Den da hätte ich gern einmal verbessert. So. Der nächste Zauberstab, der ein bisschen was taugt. Weil mit dem war es jetzt am effektivsten, ne? Schöne Geschichte, ich freue mich schon auf morgen. Cool. Bis dann, Leute.